Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute gibt es wieder was Leckeres, ein neues Rezept. Diesmal mit Kartoffeln und Hackfleisch. Wie das alles gemacht wird oder was ich jetzt hier versuche euch zu kochen, euch zu zeigen, seht ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Das sind unsere Zutaten, was wir hier brauchen. Wir brauchen Zwiebeln. Ich habe mal drei, weil die sind so ein bisschen klein. Dann eine Knoblauchzehe. Dann könnt ihr euch aussuchen, entweder so einen Mix aus Paprika oder nur rote oder nur grüne. Ich habe mal jetzt so einen Mix genommen, das war gerade so im Angebot. Dann haben wir noch eine Tomate, Hackfleisch und Kartoffeln. Und wie das jetzt alles zusammengestellt wird, mit einer speziellen Soße, die dann oben drüber kommt, erfahrt ihr gleich. Ich bin schon ziemlich weit, Leute. Damit das Video nicht allzu lang wird, habe ich schon geschält. Hier mit so einem Sparschäler. Die Kartoffeln, die werden so geschnitten. Ich zeige euch mal eins, zwei Beispiele. Rund. Nicht ganz zu dünn. Aber auch nicht ganz zu dick. Im Pi mal Auge, sage ich immer. Schaut mal, so ungefähr. Ja, die werden alle so geschnitten und die werden gleich gebraten. Das nimmt meiste Zeit in Anspruch, aber wenn ihr flexibel seid, könnt ihr in der Zeit, wo die braten, euch schon mal die anderen Sachen zurechtschnipseln oder auch schon anfangen, das Hackfleisch zu machen. Ich mache die anderen auch fertig, damit das Video nicht so lang wird. Dann gehen wir nämlich rüber zum Braten. Es geht weiter, Leute. Ich habe hier ganz normalen Öl. Ich benutze immer Rapsöl. Auch ein bisschen viel. Dann habe ich jetzt eine neue Technik. Ich weiß nicht, ob ihr diese Technik überhaupt kennt. Und zwar Salz kann man jetzt schon in das Fett reintun. Dann saugen die Kartoffeln sich schon direkt mit Salz. Da braucht ihr die nachher nicht nochmal salzen. Die schmeißen wir jetzt hier einfach mal so rein. Fett ist noch nicht heiß genug, aber das kommt gleich bald. Dann werden die frittiert, allerdings nicht bis die richtig weich sind oder so, nur so lange, so viel, dass die Farbe sich ändert. Wenn die Farbe sich geändert hat, das ist schon okay. Und dann habe ich eine neue Technik auch gesehen. Mal gucken, die werde ich mal heute zum ersten Mal anwenden. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und zwar ist diese neue Technik. Moment. Die Kartoffeln, die tue ich schon direkt hier rein. Dann können die nämlich das ganze überschüssige Fett absaugen. Früher habe ich ja immer in so einem Teller getan und dann habe ich ja hier Zewa getan. Aber dann waren die trotzdem noch fettig. Damit es nicht zu fettig ist, probieren wir das jetzt mal so. In der Zeit, ich schwenke die Kamera ab und zu mal rüber. Oder ihr könnt das sehen. Die gewaschenen Paprika, die werde ich in der Zeit natürlich hier schon zurechtschneiden. Mit den Zwiebeln, so dass wir nachher im Anschluss sofort die Füllung auch machen können. Oder beziehungsweise die Schicht. So, dann brauchen wir noch eine Gabel. Das geht eigentlich recht schnell. So, ich mache hier weiter, dann wisst ihr, was ich gerade mache. Oder vielleicht kann man das so machen, dass wir alles zusammen... Ja, so geht's auch. So kriegen wir das auch hin. Hier habe ich mich jetzt entschlossen, die Hälfte immer zu nehmen. Das sind nämlich richtig schön große Paprikastücke. Den Rest können wir dann für was anderes benutzen.
Ich hoffe, die Kamera zeichnet auch alles schön auf. Mit dem Finger immer aufpassen, Leute. Und mit einem Auge immer gucken, wie weit die Kartoffeln sind. Das ist Multitasking. Zwei, drei Sachen gleichzeitig. So, mal gucken, was unsere Kartoffeln machen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, einfach mal so umdrehen. Wenn Sie die Farbe so ein bisschen geändert haben, Sie müssen nicht so rot werden oder so, das reicht schon. So, ich habe noch die gelbe Paprika hier zu machen. Zack. So. Jetzt noch die Zwiebeln und dann Knoblauch nicht vergessen. Knoblauch haben wir ja auch noch hier. So, und den Knoblauch auch ganz fein. Morgen habe ich keine Arbeit, deswegen kann ich heute mal Knoblauch nehmen. So, die holen wir jetzt schon mal raus. Und dann kommen noch die Zwiebeln hier hin. Und dann sind wir schon richtig weit. Für 5 Minuten dauert ja so ein Essen, wenn man gegessen hat, sage ich mal 10 Minuten, aber fast eine Stunde, anderthalb Stunden nimmt halt die Vorarbeit. Man kann natürlich auch ins Restaurant gehen oder bei McDonald's irgendwas Schnelles holen, aber das schmeckt natürlich noch besser, wenn man das zu Hause selber macht, Leute. Deswegen habe ich ja auch diesen Kochkanal ja erschaffen, damit eben halt in erster Linie meine Kinder, die können sich das später angucken, und die nutzen das auch, wenn die mal irgendwie was ist, anstatt mich anzurufen. Ja, Papa, wie geht Menschenmenschensuppe? Ah, wie geht dies, wie geht das? Ich sage mal, dann könnt ihr gucken auf Kochschule. So, das wiederholt sich hier alles. In der Zeit mache ich schon mal die Zwiebeln fertig. Und wenn hier alles schon fertig ist, gehen wir an das Hackfleisch dran. Und hier könnt ihr sehen, ja, der sammelt sich hier schon. Das ganze Fett, eine sehr gute Idee. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon ziemlich weit. Ich wollte euch nur noch mal die Zwiebeln zeigen, wie ich hier die schneide. Einfach in der Mitte mal so durch. Ne? Und dann nicht zu dünn, nicht zu dick. So eine Art Würfelform im Halt. Dann haben wir schon fast alles fertig. Vielleicht die Tomaten noch. Also die Kartoffeln, die gehen richtig schnell, weil ihr braucht nicht warten, bis die alle richtig komplett braun sind. Ich tue die Zwiebeln immer zuerst rein, deswegen tue ich sie separat hier hin. Dann noch die Tomate, das schaffen wir noch. Oder warte, ich drehe mal hier ein paar um. Jawohl, guck mal, Leute. So, könnt ihr die auch umdrehen. Oder auch nicht.
So, in der Zeit, bis ich die Tomaten gemacht habe, sind die schon auch fertig. So, und Tomaten, da könnt ihr ruhig klein schneiden. Und ganz zum Schluss kommt ja noch eine Soße. Die machen wir dann aber, wenn alles soweit ist. So, hier haben wir schon mal alles fertig. Wenn das gleich fertig ist, dann geht es ans Hackfleisch dran. Es geht weiter. Jetzt kommt unser Hackfleisch ins Spiel. So. Das wird jetzt erstmal so angebraten. Ihr wisst ja, ich mache mal erstmal ohne Öl. Und immer schön so klein hacken, dass sie nicht so ein Klümpchen bilden. So ein bisschen runterstellen. So sieht das schon mal gut aus. Wir bereiten uns schon mal Olivenöl vor. Wie ihr sehen könnt, hier, da tropft hier noch alles hier so ab. Das überschüssige Öl, das ist wirklich eine sehr gute Idee, könnt ihr euch merken, wenn ihr was Frittiertes gemacht habt. Das wird ja nachher noch im Ofen gebraten, deswegen das reicht schon, wenn er so seine Farbe ein bisschen geändert hat. Könnt ihr jetzt schon Zwiebeln und Tomaten schon mal reingeben. Vielleicht gibt es noch eine Soße. So, für den Rest hier auch schon reingeben. Bestimmt könnt ihr euch noch nicht drunter vorstellen, was für ein Essen das jetzt wird. Aber bleibt gespannt. So, Öl haben wir ja noch gar nicht reingetan. Pi mal Auge, einfach mal so ein Schuss. Richtiges Olivenöl. Olivenöl ist immer gut. So, ich hole schon mal die Gewürze. In der Zeit, bis das hier so ein bisschen eingezogen ist, dann wird der hier gewürzt und dann sind auch schon bald fertig. Bleibt dran! Es ist Zeit für die Gewürze. Ich habe gerade gesehen, ich habe nicht mehr so viel Salsa. Wie ihr wisst, wird ja bei mir immer sehr gerne gegessen. Gerade Chipsalsa, Tomaten und Paprika Mix. Muss ich morgen mal wieder was Neues holen. Den erstmal wieder hier in der Mitte so ein bisschen anbraten. Wisst ihr jetzt auch mittlerweile. In der Zeit, wo der sich so anbrät, können wir auch schon mal einen Teelöffel. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, weil die sind ja schon mit Salz. Ne? Zwei Teelöffel Salz, ein Teelöffel Paprikapulver, der ist ein bisschen scharf, und einen halben Löffel
Pfeffer. Das war's. Ihr könnt natürlich nach Bedarf, wenn ihr was anderes mögt, auch noch da rein tun. Maggi könntet ihr zum Beispiel auch noch rein tun. Ich schmecke das nachher nochmal ab. So, das sieht doch schon mal richtig gut aus. So, wir können schon mal ein bisschen probieren. Irgendwas fehlt da noch. Ich tue mal noch so ein bisschen Vegeta rein. So. Und dann doch noch mal einen Schluck Maggi, wollte ich sagen. Aber Maggi ist weg. Maggi ist nicht an seinem Platz, Leute. Wo ist mein Maggi hin? Hier ist er. Zwei, drei Spritzer, das reicht. So. Jawohl. Theoretisch könntet ihr das jetzt für Nudelgerichte benutzen. Ihr könntet hier jetzt einfach so Dürüm drauf machen oder mit dem Brot hier einfach mal so essen. Oder zwei, drei Eier hier rein. Das könnt ihr alles machen. Fantasien sind keine Grenzen gesetzt, Leute. So, in der Zeit, wo das so langsam vor sich hin köchelt, den machen wir mal auf langsam, können wir ja schon mal uns der Soße widmen. Das tun wir auch mal zur Seite. Es geht weiter, Leute. Jetzt habe ich einen separaten Topf, wie ihr gesehen habt. Den machen wir jetzt mal auf höchste Stufe. Der ist schon soweit fertig. Ja. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt hier Markenbutter. Teller, könnt ihr auch benutzen. Oder Margarine, wie ihr auch wollt. Aber bei dieser Soße ist natürlich Geschmack. Und Butter und Öl sind ja Geschmacksüberträger. Deswegen ist das gut, wenn man original Butter nimmt. Wir nehmen hier so einen Esslöffel Butter, wird erstmal da eingeschmolzen. So, Butter kann wieder weg. War im Angebot, deswegen habe ich mir die geholt. So, dann bereiten wir uns hier schon mal Milch. Ich weiß, konntet ihr das sehen? Ich habe hier Milch. Nicht allzu großen Becher, wollte ich sagen, Glas, sondern so einen mittelnormalen. Da kommen zwei Gläser von rein. Und dann brauchen wir noch Mehl. Am besten auch noch so einen Schneebesen. Den können wir hier schon ganz rausmachen hier. So, wenn die Butter hier geschmolzen ist, Milch tun wir mal erstmal zur Seite. So, ist jetzt der Fall. Dann nehmen wir zwei Esslöffel Mehl. Ja, richtig gehäufte Esslöffel. Eins. Zwei Esslöffel Mehl. Dann wird das hier alles hier so bis es sich so eine schöne Konsistenz ergibt. Das wird dann nachher unsere Soße. Ich weiß nicht, ich guck mal in die Kamera, ob man das so sehen kann. Ja, man kann es sehen. Ich mache ein bisschen höher.
So. Nicht warten, bis es braun wird oder so, ja. So, dann haben wir unser Milch. Wir haben ja gesagt, 1 und 2 Gläser Milch. Das rühren wir jetzt so lange, bis es anfängt zu kochen. Das ist dann später die Soße. Als Gewürz kommt dann noch Pfeffer und auch noch mal ein bisschen Salz gleich hinzu. Dann haben wir die Soße auch fertig. Aber in der Zeit könnten wir theoretisch hier schon, aber das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ne, mache ich, ich warte noch ein bisschen, bis die Soße auch komplett fertig ist. Also so lange rühren, bis es anfängt zu kochen. Das muss dann später ein bisschen dickere Konsistenz ergeben. Der wird schon ein bisschen dicker. Jawohl. Seht ihr? So, jetzt in diesem Moment fängt es an zu kochen. Runtersetzen, also runterstellen. 1-2 Minuten könnt ihr noch runter immer rühren. Wichtig ist das Rühren, Leute. Wenn ihr merkt, es ist zu dick, könnt ihr natürlich noch ein bisschen Milch hinzutun. Da war mir jetzt ein bisschen zu dick, weil der muss ja fließen, damit er überall zwischen den Kartoffeln reinkommt. Dann so ein bisschen Pfeffer und auch noch ein bisschen Salz, Pi mal Auge, in die Soße rein. Jawohl, jetzt ist gut. Runterstellen. Und Soße ist auch fertig. Ich räume hier auf, dann geht es jetzt direkt weiter. Wie ihr sehen könnt, ist schon richtig Öl hier abgetropft. Wir belegen jetzt hier den Boden von unserer Auflaufform mit diesen Kartoffelscheiben. Braucht auch nicht einfetten oder so, weil die Kartoffeln sind selbst ja schon mit Fett. Da passiert gar nichts. So, wenn wir die erste Schicht mit Kartoffeln hier so belegt haben. Oh, ich muss mal hier rüber gehen. Dann können wir hier auch schon unser Hackfleisch, wenn ihr das so sehen könnt, hier so drauf verteilen. Mal gucken, wie viele Schichten wir kriegen. Normalerweise 2 Schichten müsste reichen. Ja. So. Hier können wir auch noch ein bisschen. Jetzt kommt die nächste Schicht. Das sieht doch schon mal lecker aus, Leute, oder? So. Das sieht doch lecker aus. Ja, passt. So, jetzt die zweite Schicht. Und die obere Schicht kommen dann die Kartoffeln. Ich gucke mal, ob die Kamera auch aufnimmt. Ja, ist so eine Art wie Lasagne.
genau gepasst alles. Das können wir dann hier so komplett hier einfach mal so verteilen. Hat genau gepasst. Auch das ganze Öl, was hier noch ist, ruhig alles mitnehmen. So. Jetzt kommt sogar schon die dritte Schicht Kartoffeln drauf. Also wenn ihr das so eins zu eins übernimmt, so wie ich das jetzt gemacht habe und so eine Auflaufform habt, wie ihr sehen könnt, passt optimal. So, jetzt kommt unsere Soße ins Spiel. Die Kamera ist ein bisschen verwackelt. So. Die ist zwar noch ein bisschen dick, aber müsste klappen. So, dann nehmen wir jetzt die Soße. Das meinte ich, wenn es zu dick ist, dann geht er nicht unten drunter, dann bleibt er alles oben. Ne? Aber der ist jetzt noch schön cremig, der geht jetzt überall. Wunderbar. So, jetzt noch Crotonkäse drauf. Ich hol's mal eben, wartet. So, ich habe mal hier einfach Crotonkäse, fein würzig. Ich glaube, meine Tochter ist gerade gekommen, die hört immer so laute Musik. Nicht, dass wir gleich Urheberrechts hier, das ist sie. Ich mache mal hier Fenster zu, sonst haben wir direkt Urheberrecht. Wegen der Musik. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ist besser. Einfach mal richtig so überall verteilen. So. Ein so ein Beutel könnt ihr ruhig komplett verwenden. So, hier ist noch ein bisschen wenig, hier auch noch und ab in den Ofen. So Leute, ein kurzes Update. Ja, gleich wird das, ich gehe ein bisschen zur Seite, damit das nicht beschlägt, aber so sieht es schon aus. Ne, wenn es ein bisschen noch brauner wird, dann könnt ihr das rausholen. Hier unten könnt ihr sehen, wie das so schön wurzelt. Ja, das sieht doch schon lecker aus. So Leute, das ist das Endergebnis, wie ihr sehen könnt, schön geworden. Jetzt könnt ihr das portionieren, wie ihr das gerne haben wollt. Ich mache das mal hier so stückchenweise, wie so eine Lasagne eben halt. Ne? Das kann man hier so schön hier so schneiden. Und schön drei große Stücke. Und noch einmal vielleicht so in der Mitte hier durch.
Jetzt nur noch servieren und dann genießen. Bis gleich am Tisch. So Leute, herzlich willkommen am Tisch, unser gewohntes Bild. Ich habe hier für die Tochter schon direkt mitgedeckt, die ist auch gleich. Dazu trinken wir natürlich Ayran und jetzt der Moment, mal gucken, nehmen wir mal diese Seite hier. Oh ja. Schade, ihr könnt das jetzt nicht sehen, ist richtig schön geworden. Zwei Schichten, habt ihr ja mitgekriegt. Ihr wart ja live dabei. Jetzt der Moment. Das zergeht so richtig im Mund. Leute, lecker als Lasagne. Ja. Muss ich direkt nochmal zuschlagen. Ich kann es nur empfehlen, wenn es mir schon selber schmeckt, ne? Bei mir schmeckt alles, aber das hier schmeckt heute besonders gut. Auch wegen dem Käse oben, haben wir ja reichlich Käse drauf gemacht. Ist uns gut gelungen. Ich hoffe, ihr kocht es auch mal nach und schreibt bitte auch in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat, ob ihr das nachgekocht habt. Vielleicht habt ihr eine andere Variante gefunden oder ihr habt es anders gemacht als ich und das ist natürlich für die Community sehr, sehr wichtig, um zu sehen, wie so Gerichte entstehen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen oben und natürlich das Abonnieren nicht vergessen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Immer wenn ich es nicht mache, vergesst ihr das. Für diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind, das Abonnieren bitte nicht vergessen, damit wir noch mehr Community, noch mehr Reichweite haben und natürlich auch in den YouTube-Ranking nach oben steigen, damit das nicht umsonst ist, was ich hier koche. Zumindest habe ich ja meinen Stammleute, die jetzt auch wieder zugucken, sehr wahrscheinlich 300, 400 habe ich meistens und natürlich meine Kinder, die können das dann später alles nachkochen. So, jetzt habe ich wieder genug geredet. Ich sage dann nur, bis nächste Woche, bleibt dran, dann könnt ihr auch wieder sehen, wenn ich wieder neue Ideen habe und etwas Neues für euch koche. Bleibt gesund, wünscht euch euer Mehmet Uyuk. Ciao Leute.